Ja, hallo. Heute wollte ich euch eigentlich das FKMD Parang vorstellen. Das ist dieses Messer. Da bin ich von einem Bushcraft-Mitglied mal drauf angesprochen worden, ob ich dies besorgen könnte. Ich habe es jetzt besorgt und muss ganz ehrlich gestehen, in den Händen gehabt und ja, vollauf begeistert. Zugleich möchte ich aber auch diverse Sachen von uns selber noch vorstellen, die wir neu im Sortiment haben, wie zum Beispiel eine Tasche, eine Hüfttasche mit Trinkflasche und mehreren Fächern, kommen wir aber auch später noch zu. Und dann, die wir neu im Shop haben, seit kurzem Light My Fire, Fire Steels, dann dementsprechend eine wasserdichte Gewürzdose sowie dementsprechend zum Zünden von Holz, Anmachholz, was abgeschabt werden kann. Dazu noch bei uns ein Campingbesteck, wo ich später noch drauf zukomme, und eben um eure diversen Messer und Griffe zu verschönern, diverse Paracord Lenny Guards. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Das Parang ist doppelt gesichert, im oberen Griffbereich mit zwei Druckknöpfen und nochmal hier im unteren Griffbereich noch mit einem Druckknopf. Das ist das schöne Messer. Verschiedene Griffmöglichkeiten von der Anwendung her. Robuste 6 mm Klingenstärke. Damit lassen sich also einige Tätigkeiten im Wald durchführen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze kurz zu fassen, Daumen auf die Vorder-Daumenrückenauflage, um dementsprechend gezielte Arbeiten durchzuführen zu können. Oder eben der normale Griff, um Schlagtätigkeiten, Hacktätigkeiten zu erledigen. Das Schöne bei dem Messer ist, es ist klingenlastig, somit habt ihr auch nach langer Arbeit keine Ermüdungserscheinungen. Der Tscheuel vorne ist so groß konzipiert, dass man eben mit dem Finger sauber packen kann, ohne dass man hier vorne an der Schneide jedes Mal an der Kante mit dem Finger dran schabt. Also sehr angenehm zu tragen. Das Schöne dabei ist, wir haben hier verschiedene Tragemöglichkeiten. Wir können es einmal lang tragen, einfach mit einem Klettverschluss über den Gürtel drüber legen, zumachen, fertig. Wir können es hochtragen, indem wir dementsprechend hier die Schlaufen lösen, am Gürtel vorbeiziehen, zusammenstecken. Die Druckknöpfe sind sehr stark und dann haben wir es verdeckt getragen. Man sieht nachher, das seht ihr später, nur noch diese Box. Und mit dieser Box fällt keinem auf, dass wir dann dementsprechend noch ein Outdoor-Messer mit euch führen. Die Box kann man separat lösen von der Scheide, sodass eben das Messer ohne der Survival-Box getragen werden kann. Zum Inhalt der Survival-Box kommen wir später. Es sind verschiedene Utensilien drin, teilweise größtenteils brauchbar. Ein paar Sachen würde ich persönlich mal wieder mal auswechseln. Aber dazu auch später mehr. Weiter. Mhm. Das ist ziemlich klein. Cool. Ich
So, noch ein bisschen Salz. Das ist aber lecker. Das ist aber lecker. Guck mal, ess nicht alles weg. Oh. Heiß. Gibt es nicht. Naja, ich will hoffen, es hat euch gefallen. Meine Frau schmeckt es. Wie gesagt, die vorgestellten Sachen bekommt ihr bei uns im Shop. Bis auf das Essen da dran, das hat meine Frau schon gegessen. Und ja, viel Spaß. Schaut wieder bei uns rein. Bis dann.